Ja, kommen wir zur pomologischen Each One Teach One Stunde mit Form. Ich habe euch hier vier Früchte aus heimischen Gärten mitgebracht, beziehungsweise in dem Fall nicht unbedingt heimisch, aber die hier in unserem Breitengraden auch wachsen. Ich als schwäbischer Provenienz bin natürlich mit all diesem vertraut und möchte das auch mal noch an die Welt weitergeben, damit dieses Wissen nicht verschütt geht. Wir haben hier die Abbé Fetel, auch Abate Fetel, komischerweise genannt, warum auch immer, ist eigentlich in Frankreich von Abt Fetel entdeckt, 1886, in Chessy-les-Mines, Arrondissement Villefranche-sur-Saône, im Département Rhône. Diese keulenförmige Birne mit ihrer keulenförmigen Birnenform zeichnet sich aus durch im Reifenzustand eine gelbe Farbe, die diese Lentizellen, also die braune Rostung verdeckt die Lentizellen. Hier oben ist sie noch ein bisschen grün, aber ich denke mal, die milde Säure kommt trotzdem gut durch, die Grobzelligkeit etc. Das werden wir gleich alles beim Essen testen. Die Williamsbirne hier hingegen, die ist weitaus gedrungener, also breiter schon, aber auch viel kürzer. Die ist auch deutlich älter, über 100 Jahre älter, um 1770 in Belgien erst vom Pomologen van Mons dann nach Europa verteilt worden. Ich glaube ursprünglich sogar aber auch aus Großbritannien. Die Williamsbirne selbst ist grün. Der Baum der Williamsbirne wächst mittelstark mit sparrigem Pyramidenaufbau. Das ist insofern interessant, als es einfach schön aussieht. Wir haben auf der anderen Seite hier noch diese Golden Delicious, die irgendwie den Ruf haben, Würgescheiße zu sein, also irgendwie schlechte Äpfel. Also gelber Würger wird sie auch manchmal genannt, durch ihre etwas nicht ganz so grünliche Form. Das liegt aber daran, dass die meisten nicht wissen, wie man die anbaut. Helmut Palmer hätte denen schön die Ohren lang gezogen. Die muss nämlich eigentlich schon, die braucht viel Sonne und nicht ganz so Säureböden wie jetzt zum Beispiel Puffreis. Der letzte Apfel möchte aus Datenschutzgründen seine Sorte geheim halten. Ich bitte dies auch euch zu respektieren, in den Kommentaren euch dazu nicht zu äußern. Es kann auch durchaus sein, dass da eine Bedrohung entstehen könnte und das möchten wir vermeiden, wenn er es schon so kulant ist, hier mitzumachen. Okay, wollen wir beginnen mit dem Mahl? Ich beginne mit der Abbé Fetel. Bissfest. Säurearm, ja, das merkt man. Süßliches Bouquet. Auch die berühmte Grobkörnigkeit der Birnen, also Grobzelligkeit auch. Ist ein gutes Exemplar, ist reif. Wohingegen jetzt mal die Williamsbirne getestet wird. Deutlich saurer, viel saurer, nicht ganz so grobkörnig, etwas mehliger. Die ist noch nicht ganz so reif. Die muss wieder zurück ins Regal. Würde ich jetzt mal mein erstes Urteil abgeben. Golden Delicious. Delicious. Sehr gut. Sehr saftig. Etwas saurer als die Abbé Fetel. Bisher Spitzenreiter. Bestes Obst bisher. Ich vergebe 10 Punkte. Probieren wir Apfel X. Sehr weiche Schale, sehr süß. Etwas dickliche Schale. Fühlt sich an, als würde man auf einen Reifen beißen. Und hat so eine, im Abgang etwas mehlig. Bin nicht so zufrieden. Also ich würde sagen, gewonnen hat der Golden Delicious. Einmal Applaus bitte in die Kommentare. Gefolgt von der Abbé Fetel. Nicht ganz so gut ausgefallen ist die Williamsbirne und Apfel X. Die haben beide verloren.
Aber gut, dass wir darüber geredet haben.